Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. So, wir haben in der letzten Folge, ihr seht schon, die Truhe ist wieder weg. Hab mich entschieden, dass ich das Ganze hier vorne haben möchte, diese Truhe. Wie man sehen kann, ist hier jetzt nur noch ein bisschen was drin. Hier kommt auch nichts mehr rein. Ich habe den Tesseract hier, einen Tesseract mit angeschlossen, den ich, in dem die ganzen Items direkt an das ME-System geschickt werden. So. Und das haben wir auch schon drin. Also, wir gehen mal ganz kurz hin und können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen. Was ist Crafting-Status? Ah, okay. Von mir aus. Und zwar machen wir mal einfach Prozessoren. Und man sieht schon, es ist nicht gerade wenig, ne? 115 mal 100, also 115 mal 67 und 65 mal. Und es kommt gut was dazu, was mich sehr stolz macht. Und jetzt können wir endlich anfangen mit den 64K-Disketten. Vielleicht hänge ich da ein bisschen hinterher im Gegensatz zu den anderen, aber ich finde, jeder hat sein eigenes Tempo. Ne? Jetzt können wir erstmal hier, die haben wir glaube ich schon, genau. Eins, zwei. Zwei Stück, weil wir brauchen nämlich noch von den 1K. So, da hatten wir nämlich das Problem. Ja, wir machen jetzt erstmal so. So, die 1K haben wir jetzt, ne? So, einmal noch. Perfekt. So, jetzt brauchen wir. Also, drei von denen haben wir. Was fehlt uns hier jetzt in der Mitte? Quarzglas. Okay. Das haben wir auch. Das nicht, aber das hier. Das hier. So. Einen davon. Wir brauchen aber drei Stück davon. Das heißt, wir brauchen noch ein paar von denen hier. Von denen hier. Wir brauchen drei von denen. Wir haben jetzt eins von denen, richtig? Genau, eins von denen haben wir jetzt. So, das heißt, das Ganze nochmal. Wir brauchen neunmal das hier. Das heißt, wir machen uns gleich 18. Oh, 19, egal. So. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir wieder Quarzglas. Machen wir mal hier so. So. Eins, zwei, drei. So. Dann brauchen wir einmal das und einmal das. Und dann können wir uns schon mal einen davon machen. Scheiße, ich brauche ja viel, viel mehr. Fällt mir gerade so. Ah ja, so spontan. Obwohl, nee. Hä? Nö, brauche ich nicht. Ich brauche bloß eins davon. So gut, wir haben eine 64K-Diskette. Läuft. Ich bin, also, ach, ganz ehrlich, ich bin 64K Crafting Storage. Was ist das? Crafting Unit? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Wir freuen uns erstmal über die 64K-Diskette. Die fangen wir hier oben an. So. Da ich nicht Bock habe, jedes Mal das gleiche zu craften, habe ich mir jetzt überlegt, wie gesagt, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich das ja mal leicht erwähnt. Ich möchte mir die hier, oder besser gesagt, die 64K-Diskette, auf einem altmodischen Weg autocraften lassen. Wo ich dann, wie hier, also einfach einen Schalterklick und dann werden die Auto gecraftet irgendwie. Sowas habe ich mir vorgestellt. Ich muss mir jetzt noch einen Plan erarbeiten, wie ich das haben möchte. Im Endeffekt brauchen wir jetzt erstmal was, was das hier craftet. Wir brauchen Certus Quartz, Redstone und die Logic Press. Ne? Ist ja eigentlich kein. Ist ja eigentlich kein Problem. Wir brauchen ja theoretisch
vom ME-System etwas, was uns das hier in eine Crafting Bench zum Beispiel reinmacht. Table. Table. So. Das war, was waren das jetzt nochmal? Oh, war das nicht Autocrafting? Warte mal. Genau, das war die hier. Nee, haben wir nicht. So. Erstmal eine. Ich bin der Meinung, ich. Ach ja, genau unten hatte ich die. Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch davon. So, dann brauchen wir ein ME. Dazu nehmen wir die Dance Conduits, weil. Warte mal, wir brauchen aber auch die hier. Wir brauchen Export. Und Pipes. Ja, jetzt wird's nämlich krass. Jetzt ist das, was ich gemeint habe. Ja, wir nehmen die. Nehmen wir die. Ach komm, wir nehmen die nicht. Wir nehmen die Item Conduits. Die ganz normalen Item Conduits. So, passt schon. Weil sonst wird's zu viel. So. Und jetzt gebe ich mir einfach mal den Spaß und mache das mal hier drüben auf der anderen Seite. Und zwar, genau. Warte mal, wie viel hat das? Wie viele Anschlüsse? Das hat jetzt 5. Das passt ja. Dann können wir jetzt mal hingehen und können jetzt sagen, wir machen hier die hin. Das Rezept war Redstone. Sekunde, wir gucken noch mal ganz kurz. Erstmal die 1K müssen das ja sein. Das sind die 1K ME Storage Cells, genau. Das heißt, wir brauchen die hier. Die brauchen wir nicht, die 1K Storage Cells, sondern die hier. Wir brauchen den Prozessor Certus Quartz. Prozessor. Und Certus Quartz. So. Jetzt ist die Frage, die wird aber die ganze Zeit durchgehend produzieren. Das heißt, wir bräuchten theoretisch gesehen, ja, Moment, das funktioniert nicht, wie ich mir das geplant hatte. Eben kommt mir das, weil der zieht das jetzt die ganze Zeit aus dem ME-System raus. Erstmal macht das da rein. Nee, das funktioniert gar nicht. Das kann ich bloß dann. Dann darf das gar nicht aus dem ME-System kommen. Dann muss ich sagen, warte mal. Dann muss ich sagen, ich mache das jetzt hier hin, mache eine Chest. Mach ein. Achso, ich brauche mehrere Chests. Mach eine hier hin, die andere dahin. Und sag jetzt hier, das. Das hier rein, hier raus und hier Itemfilter wieder rein, Extract Always Active, dann den Itemfilter. So. So. Und dann das hier? Nee. Quatsch, nicht das hier, sondern das hier. Okay, das können wir wegmachen. Lass mal erstmal ganz kurz. So, wir müssen jetzt. Wir können ja mal eins bauen. Das heißt, hier in die Seiten kommt das. Hey. Dann das hier in die Mitte. Das hier hin. So. So. Der macht jetzt erstmal das Redstone raus, natürlich. Wir könnten auch hingehen und das Ganze beschleunigen. Und da hier so machen und dann den hier rein noch legen. So. Und jetzt.
Oh Gott, geht das langsam. Nee, ich glaube, dann habe ich das schneller selbst gecraftet. Ich glaube, sowas kann man dann wirklich nur machen, wenn man, wenn man dann vom Server runtergeht und sagt, so, mach mal jetzt noch 64 Stück oder so. Ne? Weil. Ja, das dauert sehr, sehr lange. So, der zieht das hier rüber. Da brauche ich das hier gar nicht einzustellen, scheinbar, den Filter. Der zieht nämlich nur das hier rüber. So, dann ist das da. Warte mal. 64K. So, ich will ja das hier herstellen. So, das ist eingestellt. So, jetzt muss der das Redstone. Jetzt brauchen. Ne, das ist es halt jetzt, ne? Das funktioniert schon mal gar nicht, weil. Jetzt bräuchte ich eine Extrakiste für das Redstone und so. Und nee, okay, komm. Das lassen wir. Das ist Blödsinn. Es war bloß ein Gedanke. Der Gedanke ist Blödsinn. Und dann machen wir das jetzt hier alles ab. Doch, hat er rausgespuckt. Wollte gerade sagen. Hä? Was ist jetzt los? Aber es ist ja egal. Wir haben ja jetzt hier die Prozessoren. Die laufen ja, ich kann ja jetzt hier mal hingehen und so spaßeshalber. So, 58 davon. So. 4, gut, wegen Quarzglas. So, können wir uns auch mal 64 machen. So, dann nehmen wir 20 davon. 6 Stück davon. Upsala. Dann 2 Stück davon und dann können wir uns hier schon noch 2 64K machen. Also, es ist jetzt so, wir haben jetzt die Möglichkeit, alles auf 64 zu erhöhen und dann passt die Sache. Ich kann nicht rein zufällig auch. Nee, kann ich nicht. Egal, das ist nicht so tragisch. Aber, ne? Man könnte jetzt die ganzen. Ne, das ist auch irgendwie fast überall Items drauf, ne? Aber es läuft ja jetzt an. Es läuft ja jetzt an. Es ist genug Materialien da. Das läuft jetzt noch durch. Dann haue ich hier jetzt nochmal Silikon ein bisschen was rein. So, das heißt nochmal 64 von jedem. Auf jeden Fall. Hier auch 64. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? So. Dann haben wir zweimal. Dann brauchen wir noch zweimal das hier. Und. Pur Zertusquarz haben wir jetzt leider nichts. Das ist halt blöd, aber was willst du machen? So, und dann kann das Ganze noch ein bisschen weiter produzieren, zumindest die kleinen Sachen. Purzeltusquarz muss ich erst noch züchten. Wie war das nochmal? Das war Diamanten. Dias, Purzeltusquarz. Wie ging das jetzt nochmal? Zeltusquarz Seed made from Zeltusquarz Dust and Sand into a bottle of water to make. Okay. Das heißt, wir brauchen Zeltusquarz Dust. Dann nehmen wir uns das einfach mal. Zertusquarz. Hauen das in den Pulverizer. Dann kriegen wir Zertusquarz Dust. So. Du bist ja gerade eh außer Funktion. Da kannst du das auch schnell mal machen. Dann macht der uns jetzt Zertusquarz Dust. Und dann passt die Sache. So. Und was ich auch noch jetzt am Tun sein werden will, ist das hier. Es ist schön und gut. Aber ich finde es doch störend, das Ganze mit dem Hebel zu machen. Weswegen ich jetzt hingehe und sage, wir machen uns noch einen Tesseract, weil wir haben keinen mehr. So. Einmal. So, dann müssen wir uns jetzt nur ganz kurz. Huch. Okay, fliegt nicht. In Ordnung.
Den müssen wir uns jetzt mal ganz kurz füllen. Dauert ein bisschen. Dann gehen wir hin und holen uns noch mal schnell was zum Essen. Fleisch, 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 Fleisch. Oh, habe ich nicht mehr so viel. 400 noch, geht noch. Nee, und dann, weil die Türen, die schaffe ich, tue ich jetzt abschaffen. Die sind mir irgendwie zu doof. Wir machen das Ganze jetzt ganz anders da. Wir machen das Ganze so, dass wir hingehen und sagen, wir nehmen uns den Protektor. Schild, hier, den hier, aber nicht den T2er, sondern wir probieren mal den Tektor. Nee, hä? Ach so, warte mal, wir können auch einfach Schild eingeben, ne? So. Der macht halt ordentlich Damage. Ach so, ah, oh, scheiße, das ging ja gar nicht wegen diesem komischen dimensionalen Charts. Die haben die nicht, oder? Hätte ja jetzt mal sein können, ne? Okay, dann nehmen wir trotzdem die T2, ja? Aber da haben wir ja noch einen. So, einmal. Und das, ne? So. Und Glas. Quite clear class. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Bauen das Ganze ab hier. Warte mal, können wir eigentlich auch hier mal reingreifen. So. Raus mit. Raus mit. Raus mit. Raus mit. Dann kommt das hier weg. So. Und nee. Ich hätte gern doch. Das können wir eigentlich noch hier hinbauen. Und hier. Hier? Sag mal, können wir den. Jetzt mal nur so als Versuch, ne? Würde das gehen? Wenn wir jetzt sagen, wir machen den jetzt mal dahin. Machen jetzt hier so. Das geht ja nicht um die Kurve, blödsinnigerweise. Ne, dazu brauche ich den anderen. Okay, dann müsste ich hier so runtergehen. Dann wird es, glaube ich, gehen. Dann gehen wir jetzt einfach mal so hier lang. So. So. Genau. Und dann Player Pass Mariandos Add und Solid All. So. Oh, warte mal, Solid und Damage, oder? Genau, warte mal, das löschen wir nochmal raus. Und sagen Solid und Damage All. So. Dann brauche ich noch die Wrench. Ist das die? Das ist die nicht, oder? Nee, das war die nicht. Hä? Wo ist meine? Hä? Ach da, da ist sie doch. So. Ist das jetzt aktiv? Ich weiß es nicht. Wir machen mal das hier.
Ach so, ja, logisch. Jetzt brauche ich auch noch Energie, ne? Boah, bin ich dappisch. Ich glaube aber, dafür habe ich ja logischerweise auch den Tesseract gemacht, ne? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich den dafür gemacht? Keine Ahnung. Tesseract. So, dat. Dat. Dankeschön. So. Okay. Ja, aber ich glaube, den habe ich dafür gemacht eben, ja. So. Dann braucht der auch kein Signal, ist ja Blödsinn. Weil der ist ja dann für mich durchgehend geöffnet, ne? So, dann kriegt der jetzt erstmal Energie. Bekommen Energie von dem hier, Start. So. Der kriegt jetzt Energie, das ist wunderbar. Hier mache ich jetzt mal zu noch. Irgendwie. So, keine Ahnung. Und jetzt, da muss ich halt jetzt noch gleich umbauen. So, jetzt können wir hier. Solltest du jetzt nicht eigentlich. Ach so, okay. Yep. Ich kann durch. Aber sonst keiner. Warte mal, dann mache ich es aber nicht. Dann mache ich das doch nicht. Dann mache ich hier. Und. Mach blau. So, blaues Schild. Da kann keiner durch. Da kann keiner dran, hoffe ich. Denke ich mir mal. Keine Ahnung. So. Genau, und jetzt hätte ich gerne mal einen Gegner. Hallo. Ja, du siehst scheiße aus. Genau, du kannst herkommen. Kann ich dich hauen? Aha, hab ich gehauen. Aua. 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 Okay, der kriegt richtig schön Schaden. Ich brauche einen Zombie. 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 Kein Zombie da. Okay, egal. Nicht so schlimm. Aber es funktioniert. Au, hey, du Sack. Das funktioniert schon mal. Und jetzt werde ich alle Türen noch austauschen. Der läuft jetzt in den Schild und stirbt. Ne? Genau. So habe ich mir das gedacht. So, okay. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Das Schild hier ist aktiv. Das gibt es jetzt noch einmal hier vorne im Eingang, da hinten, dass die Gegner sterben. Die kommen ja sowieso nicht durch. Ist ja solide. Und dann passt das schon. Ne? Also, für mich ist das perfekt. Für andere, die sterben dann einfach. So. Hier wird noch weiter produziert, wie ich sehe. 64. Hier kommt nichts rein. Warum? Weil Redstone fehlt, logisch, ne? Ich glaube, Redstone war das Einzige, was ich nicht reingetan hatte. So, gut. Okay, das war's aber für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschüss und haut rein.